Guten Tag, ich begrüße Sie hier bei der Firma Behr. Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie die Steuerung beim Culinario Easy funktioniert. Hier haben wir den Hauptschalter am Gerät. Wir haben die Möglichkeit, nach links zu drehen, dann geht das neutrale Licht an. Dieses benötige ich, wenn ich neutrale und kalte Speisen präsentiere. Falls ich warme Speisen habe, gehe ich nach rechts mit dem Schalter, dann geht wieder das neutrale Licht an, welches das Warmlicht unterstützt. Und hier haben wir zwei Kontrollleuchten. Die obere orange Lampe gibt uns an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Die blinkende rote Lampe gibt uns die Information, dass wir das Wasser kontrollieren müssen. Ist der Wasserstand zu tief, müssen wir Wasser auffüllen, bis das Niveau erreicht ist. Danach schalten wir die Zeitschaltuhr bis zum Anschlag ein. Jetzt beginnt die Betriebszeit zu laufen. Wenn diese abgelaufen ist, beginnt die rote Lampe wieder zu blinken. Diese Kontrolle des Wasserstandes ist eine Option. Die ist nicht bei allen Geräten vorhanden. Nun kommen wir zur Steuerung der einzelnen Gen-Eineintel-Einheiten. Wie Sie sehen, kann jedes Gen-Eineintel separat gesteuert werden. Hier haben wir den Schalter für die Unterhitze. Die Unterhitze ist mit einer eingravierten Pfanne markiert. Den Schalter selber kann ich von 0 bis auf Stufe 12 drehen, wo er auch einrastet. Sie sehen, ich kann den Schalter überdrehen. Dies bedeutet, ich kann ihn mechanisch nicht beschädigen. Stufe 12 ist die absolute Oberhitze. Man kann nicht höhere Hitze erreichen. Schalten Sie nur bis Stufe 12. Hier haben wir den Schalter für das neutrale Licht. Das neutrale Licht kann ich in der Lichtfarbe verändern. Ich habe Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 1 gibt mir ein eher kühl wirkendes Licht. Stufe 2 gibt mir eher ein warm wirkendes Licht. Jedoch gibt das Licht keine Kälte und auch keine Wärme ab. Es ist nur ein neutrales Licht. Hier haben wir den Schalter für das warme Licht. Das warme Licht ist hier markiert mit der eingravierten Lampe. Ich kann den Schalter von 0 bis auf Stufe 5 bewegen. Auch dieser Schalter hat keine Feststellung, ich kann ihn überdrehen. Mit diesen Einstellungen gebe ich auch die Wärme an, von oben. Also Stufe 1 die schwächste, Stufe 5 die stärkste. Habe ich auf Stufe 5 eingeschaltet, ist das neutrale Licht automatisch ausgeschaltet. Stufe 4 und weniger ist das neutrale Licht automatisch eingeschaltet. Wie Sie sehen, bei Stufe 0 haben wir immer noch ein neutrales Licht. Nun zeige ich Ihnen die von uns empfohlenen Einstellungen. Zuerst werden wir ein feuchtwarmes Klima einstellen. Feuchtwarmes Klima heißt Unterhitze relativ hoch. Das heißt eine 10 bis 12. Ich stelle es mal auf 11 ein. Somit muss ich von oben relativ wenig Hitze dazugeben, so wenig trockene Wärme, dass ich das Klima halten kann und gehe auf eine Stufe 3. Eventuell braucht es auch nur eine Stufe 2, aber 3 ist optimal. Feuchtes Klima unten 11, oben 3. Nun kommen wir zu einem trockenen Klima. Trockenes Klima heißt unten relativ wenig, das heißt eine Stufe 5 bis 7. 6 ist hier optimal. Damit ich sehr warm, auch trocken warm halten kann, brauche ich von oben eine starke Oberhitze. Das heißt hier 4 bis sogar 5. Ich würde hier sagen, starten Sie mit einer 4. Falls es zu wenig warm ist, gehen Sie auf Stufe 5. 4 ist in der Regel ideal.
Nun haben wir eigentlich die Wärmeeinstellung gemacht. Was ich noch einstellen muss, ist mein neutrales Licht. Da bin ich jetzt noch auf Stufe 1, auf dem eher kühleren Licht. Bei warmen Speisen werde ich aber die Stufe 2 eher ein wärmeres Licht nehmen. Die Einstellungen, die wir hier getätigt haben, sind Richtwerte von unserer Seite. Natürlich können Sie Einstellungen machen, wie Sie sie wollen, wie Sie sie brauchen. Falls Sie Unterstützung von unserer Seite brauchen, bitte kontaktieren Sie uns. Wir geben Ihnen gerne unsere Hilfe.